Hallo liebe Leute, herzlich willkommen wieder zurück zu Kolat. Und wir sind immer noch in Richtung Ende unterwegs. Irgendwie. Aber ich habe mich schon wieder verlaufen, aber ich jetzt kenne ich den Weg wieder, ne? Ja. Habe ich wieder meine Route gefunden. Ja, und ich mein Plan ist, ich gehe erstmal zum Lager, zum ganz, ganz ersten Lager. Und ab dann will ich mich dann so in Richtung Ende katapultieren. Eine Schnellreise machen. Wie bin ich nochmal hergekommen? Bin ich hier durch oder bin ich durch die Höhle hier? Weiß es nicht. Ich geh mal hier gucken. Ist das hier richtig? Oder hätte ich lieber wahrscheinlich. Ja, das ist wahrscheinlich der. Ach, hier, keine Ahnung, Mann. Was weiß ich? Ja, ich glaube, ich war schon mal da, ne? Ja, ich glaube, ich bin da runtergesprungen oder keine Ahnung. Was hier? Glaube schon, oder? Oder auch nicht. Doch, ich bin doch. Also ich bin mir ziemlich sicher, ich bin hier irgendwann mal lang gelaufen. Weiß nur nicht wann. Also ich glaube, mein Plan, wieder zum Lager zu kommen, ist gescheitert. Ja, komm ich nicht hoch. Oder? Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Komm ich hier lang? Ach, scheiße. Aber hier, da oben, da war auch noch ein Zettel, gell? Ich weiß es noch. Den ich nicht bekommen habe. Irgendwie. Warum auch immer. Ja, der Weg ist auf jeden Fall falsch, was ich hier genommen habe. Der führt mich nicht zu meinem Lager. Aber ich gehe trotzdem nochmal ab. Vielleicht finde ich ja irgendwas. So leicht gebe ich nicht auf. Ich meine, man kann hier auch runter. No. Da höre ich doch eins. Ich höre eins, aber wo ist er? Blöde Zettel, ey. Ich höre den zwar ziemlich leise, aber ich glaube, das ist irgendwo da hinten. Aber ich habe keine Ahnung, wie man da hinkommt. Bender ist ja kein Bergsteiger, der ist, der ist Bender. Zettel, verdammt. Zettel. Ich brauche so einen Röntgenblick, der für die Zettel zuständig ist. Ja, jetzt höre ich es leiser, oder? Oder ist das lauter? Ich habe keine Ahnung. Glaub leiser. Ja, es wird leiser. Irgendwo hier, aber hier auf dem Berg, Alter, wie soll ich denn da hinkommen? Ist das auf dem Berg? Weiß das irgendeiner? Wo bist du? Dämlicher Zettel. Zettel. Ah, hier ist eine Brücke. Aber ich glaube, ich habe schon mal so eine dünne Brücke gelaufen. Ich bin auf so einer Brücke gelaufen, ne? Ja, wie komme ich? Wie komme ich denn nochmal zu der dünnen Brücke? Hey, jetzt höre ich wieder leise die Sache. Ach, Mann. Da ist eine Brücke. Warte mal, hier. Da bin ich doch lang gelaufen. Genau. Vielleicht, wenn ich da oben bin, vielleicht, kann ich ja was finden. Komm schon. Ich will diesen Zettel haben.
Oh, hier ist ja schon wieder. Sind zwei Stück. Drei. Eins, zwei, drei. Alter. Hier ist er doch. Verdammt nochmal. So, Leute, mal gucken, wie viel Zeit noch bleibt. Oder wo ich auch das verstehe. Ja, klar. The weather is pretty good. We have the wind at our back. We arranged with the locals that they will give us a ride to the location of the second camp. We helped them unload the carts and waited for the horses. At approximately 4 p.m., we set off to continue our journey. We managed to replenish food supplies so we could eat something on our way there. The horses are moving slowly. It's making me sleepy. It's getting dark. The second camp was an abandoned village. We found a house to stay at overnight. In total darkness, we started setting up a fireplace. Everyone cut themselves on nails sticking out of the boards. Apart from that, everything was okay. Then, it all started. Mhm. Jo, das Wetter ist ziemlich gut. Der Wind kommt von hinten. Wir haben mit den Einheimischen vereinbart, dass uns jemand zum zweiten Lager mitnehmen wird. Wir haben ihnen beim Entladen der Karren geholfen und auf die Pferde gewartet. Ungefähr um 16 Uhr konnten wir unseren Abenteuer fortsetzen. Wir haben unsere Nahrungsvorräte aufgefüllt, damit wir auf dem Weg etwas zu essen haben. Die Pferde bewegen sich langsam. Es macht mich müde, es wird dunkel. Der zweite Lager war ein verlassenes Dorf. Wir haben ein Haus gefunden, in dem wir übernachten konnten. Bei völliger Dunkelheit haben wir ein Feuer gemacht. Wir haben uns alle an den Nägeln geschnitten, die in den Bretten stecken. Sonst war alles okay. Und dann hat plötzlich diese Sache begonnen. Oh oh, irgendeine Sache hat begonnen. Und verdammt. Wie ist denn hier? Moment, wie war das denn mit dem Buch? So eine Taschenlampe. Ach, keine Ahnung, ey. Ich habe auf jeden Fall einen Zettel gefunden. Jetzt bin ich cool, Alter. Soll ich da drüben hingehen? Aber da war, glaube ich, nichts, ne? Ja, da war nichts. Okay. Jo, wo bin ich? War, glaube ich, der hier, gell? Glaube ich, der hier. Ja, so komme ich aber raus. Ja, so komme ich wieder zurück. Na? Hat sich doch ein bisschen gelohnt, die Sache, ne? Vielleicht finde ich ja alle. Naja, da glaube ich zwar eher nicht, aber... Aber man kann ja hoffen. Diese Brücke hier. Ist sie auf der Karte verzeichnet? Genau, das ist wahrscheinlich die hier. Ja, dann komme ich dahin, wo ich hin will. Wahrscheinlich. No? Sieht das da so aus? Nein. Der sieht nicht so aus. Ist das da hinten vielleicht? Ist das da hinten vielleicht? Das, wo ich hin will? Ja, genau. Ich bin da. Ich bin da, wo ich hin will. Aber was ist das da oben? Ist nur so ein einsamer Baum. Ist da vielleicht irgendwas? Ich meine, ich bin jetzt hier fast da angekommen. Einsamer Baum. Komm ich da hoch? Nicht wirklich. Aber ich höre auch nichts. Ich höre keinen Zettel. Anscheinend, wo ich das erste Mal da unterwegs war, ne? An dieser dünnen Brücke da. Da habe ich einfach übersehen. Da ist mein Lager. Wir gehen mal kurz speichern erst. Ja. Wir speichern. Das ist das Geräusch vom Lager, ne? Mal gerade gucken. So, ich meine, der Lager. Hier habe ich ja gar nichts gefunden, ne? Wenn ich so lang gehe. Ach, hier. Das war der Zettel, den ich gefunden habe. Ich war gar nicht hier. Oder war der? War hier der?
Oh Mann, Scheißendreck, ey. Ich verlauf mich ja mit der Karte und allem möglichen. Das ist, wenn ist hier vielleicht irgendwas, so in dem Bereich oder hier, keine Ahnung. Ich meine, hier habe ich ja zwei Stücke in einer Ecke gefunden. Mal gerade gucken. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man alle Zettel findet. Ich meine, ich habe bisher in keinem Spiel alles gefunden, was ich so let's played habe. Ne, außer vielleicht bei Last of Us oder so. Da habe ich wirklich alles gefunden. Vielleicht nicht alle Gespräche, aber alles, was man so zum Überleben braucht. Hä? Ja? Hört ihr das? Hört ihr das? Ja? Hat ich mit meiner Theorie recht? Bist du hier? Zettel? Wo bist du? Ich höre dich. Mann, diese Arschlochzettel, die sind doch so klein, Alter. Mann, ich hab hier. Achso, das war die Lampe da. Na, wo bist du? Zettel. Ist das hier? Hier drin? Ne? Ne? Nein. Oder? Scheiß Dreck, Mann. Ah, hier ist ein Zettel. Okay. Ja, jawohl, kann ich mitnehmen. Nochmal gucken. 2 Minuten, okay, müsste. Ach du Scheiße. Scheiße, ich krieg das in 2 Minuten, glaube ich, nicht hin. Okay. Lebendige Leichen in Sibirien. Gab es wirklich eine streng geheime Einrichtung, in der Wissenschaftler versuchten, Tote wieder zum Leben zu erwecken? Es gibt mehrere Hinweise auf die Existenz einer solchen Einrichtung hindeuten. Wir befinden uns in Inja, einer kleinen Stadt in Sibirien. Hier soll sich das Institut befunden haben, an dem vor Jahrzehnten die brillantesten Köpfe des Ladens versuchten, das Unmögliche möglich zu machen. Tote Menschen wieder zum Leben zu erwecken. Heute sind an der Stelle nur noch Gebäudereste zu sehen. Es ist schwierig nachzuvollziehen, was genau sich hier befand. Es werden immer wieder Gegenstände gefunden, die an medizinische Ausrüstung erinnern. Wir wissen jedoch, dass es hier kein Krankenhaus gab. Ältere Stadtbewohner erinnern sich, eines Tages kam das Militär, sperrten ein Gebiet ab und richteten eine Baustelle ein. Es dauerte mehrere Jahre, bis der Komplex fertiggestellt war. Ein Gebäude nach dem anderen. Die Menschen waren froh, denn so hatten sie Arbeit. Doch sobald alles fertig war, zäunte das Militär das Gebiet mit Stacheldraht ein und verbot uns auch nur in die Nähe davon zu gehen. Ich erinnere mich an Lastwagen und Soldaten. Ja Leute, das ist zu viel. Ich schaue das nicht, ne? Und mein Timer klingelt. Wir lesen im nächsten Part weiter. Sorry. Macht's gut und tschüss.